Ja, hallo, Jörg Fuhrmann hier. Einmal wieder mehr mit einem Impulsvideo. Und mich bewegt das, was uns alle so bewegt, innerlich bewegt, äußerlich bewegt und ausmacht. Das bewegt mich hier in diesem Video auch wieder einmal mehr. Während meines Abschlusses im Somatic Experiencing, der Traumaarbeit nach Peter Levine, der Ausbildung, war ich am Vierwaldstätter See und bin viel geschwommen. War 10 Grad, der See war kühl, frisch, still, teilweise sehr regnerisch, wie man sieht. Und es ist eine Grenzerfahrung. Der Sprung schon in den See, von dem Steg, du weißt nicht, wie du auf dem Wasser exakt aufkommst, wie sich dann die Kälte anfühlt, wenn du eintauchst. Aber es ist da Vertrauen. Und jede Veränderung braucht dieses Vertrauen und auch den Mut, da in die Welt rauszugehen und den Sprung zu wagen, den Schritt zu tun, ins mitunter Unbekannte oder in das, was du nicht klar sehen kannst. Und so ist es beim Wasser ja auch. Die Metapher ist das Wasser ja nicht ohne Grund für das Unbewusste und das Unterbewusstsein und die Psyche und die Seele und die Anderswelt und das Weibliche, das Feminine, das Lunare. Ja, und das ist auch das, was uns bei den meisten Veränderungsschritten herausfordert. Dass wir nicht genau wissen, was noch da ist, was wir vielleicht mit unseren Sinnen nicht direkt wahrnehmen. Manch einer würde vielleicht sagen, was da auf einen lauert. Und das ist in den unterschiedlichen Elementen natürlich auch so. Die konfrontieren uns ja auch mit ihren Wesenheiten, ihren Qualitäten, ihren Aspekten, wenn wir uns dem stellen. Und das Wasser ist etwas, was uns wieder auch daran zurückerinnert und auch zurückbindet, wo wir herkommen. Und sowohl als Fötus, als Menschlein, als auch als Wesen generell, die ja angeblich auch alle aus dem Wasser stammen. Ja, und was eben in uns ist, das Element schlechthin, das Fließende. Wenn das nicht mehr fließt in uns, haben wir ein großes, großes Problem, wie wir ja gerade in den letzten Jahren sehen, bei vielen Menschen, die diese Verklumpungen haben, wo das eben sich jetzt alles staut, was eigentlich fließen sollte. Was dann oftmals leider auch sehr lebensverhindernd sich nun auswirkt. Und deswegen ist es oftmals auch wichtig, einen Schritt oder Sprung zu machen in Richtungen, die andere vielleicht nicht gehen, wo es dich immer schon vielleicht hingezogen hat, aber etwas dich abgehalten hat, wo die Masse nicht ist. Also hier ja auch. Die Masse war nicht im Wasser, die saßen drinnen im Warmen. Und so ist es hier auch. Also im Alltag, im Leben generell. Die Menschen, die Ängste haben, haben meistens keine Ängste vor der eigentlichen Sache, sondern vor ihrem Mut, ihrer Courage und auch dem eigenen ungelebten Potenzial. Das wird dann oft invertiert, projiziert auf zum Beispiel einen Hund. Das hatten wir hier im Kurs ja auch. Ja, das ist oft die eigene Aggression, die nicht gelebt wird. Und das Aggressive ist immer das Rausgehende, das nach vorne Gehende. Das, was sich eben stellt. Was den Mut hat, den Schritt zu gehen. Und das ist... Das Leben fragt uns ja ständig,
die Menschen, die ich gesprochen hatte, die sehr nah am Lebensende waren und Angst vor dem Tod hatten, haben dann oft auch realisiert, dass sie gar keine Angst vor dem Tod haben, sondern eigentlich immer Angst vorm Leben hatten. Und jetzt davor die Angst haben zu realisieren, dass sie im Leben die Chancen nicht genutzt haben, Schritte zu machen in das Unbekannte oder das Risiko, das andere, das ganz andere mitunter, was uns ja auch so sehr ängstigt. Ja, das, was man nicht benennen kann, das, was alle Worte zum Schweigen bringt. Das, was man vielleicht nur erfahren kann, wenn man stiller wird und man spürt, wie ja, das Wasser in einem pulsiert, wie die Regentropfen auf der Haut aufplatschen, aufprallen teilweise fast und dann wieder platzen. Und wie man den leichten Wind spürt. Und dann die Weite sieht im Außen. Und dadurch vielleicht auch die Weite im Inneren sieht. Die am Ende auch nicht voneinander getrennt ist, sondern die eigentlich eins ist. Und dafür braucht es wieder den Mut hinzuschauen. Vielleicht den Mut, den Schritt zu machen, sich selbst genug zu sein, sich selbst zuzuwenden und sich selbst auszuliefern, vielleicht auch der Einsamkeit bzw. dem Alleinsein, welches erst möglich ist, wenn die Einsamkeit überwunden ist. Und dann ist Freiheit da. Und wenn Freiheit da ist, kannst du im Grunde alles machen, alles sein, alles tun. Viele Menschen haben auch Angst, sich beruflich zu verändern, einen Schritt zu machen in eine neue berufliche Chance und Möglichkeit. Auch wenn zigtausende andere Menschen mit solchen Berufen und Möglichkeiten schon Erfolg gehabt haben, hat diese eine Person jetzt unendlich Angst, das zu tun. Und das hat was mit ihr zu tun. Und das ist die Chance. Das ist die Chance auf Wachstum. An dieser Grenze. Und wenn du dann die Geister, die Tiere, die Wölfe an der Grenze heulen hörst, die Hunde bellen hörst, dann ist das der Ruf, der innere Ruf an dich. Dann sollst du dort, genau dort sein und es dir dort einrichten in der Unbequemlichkeit. Nicht in der Bequemlichkeit, denn dort bist du schon lange gewesen. Es geht darum, die Grenze mit der Unbequemlichkeit zu erforschen und da zu bleiben, dabei zu bleiben, ohne dich komplett darin zu verlieren. Und wenn du merkst, dass deine Kapazität überschritten wird, dann kannst du es dir ja wieder nett machen und angenehm und warm und cozy und alles schön machen. Das ist auch gut und richtig und wichtig. Man darf auch wieder einfach nur mal sein.